Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute im Studio hier ist der Marc Hagenbeck. Hallo. Er ist ja Mentalist und Gedankenleser und wir haben den heute mal hier eingeladen, damit er wieder mit uns Daily präsentiert. Ja, ich muss mal meine Haare richten hier. So, oh, ich auch. Genau, ja. Und wir reden heute über den 10. September. Am 10. September haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind und das Geburtstagskind heute ist... Ja, das Geburtstagskind heute ist jemand, der gesagt hat, wer Jogginghosen trägt, der hat sich als Mensch aufgegeben. Das ist unser aller Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld ist vermutlich am 10. September 1933 geboren. So genau weiß man das gar nicht. Ach so, vermutlich. Weil er nämlich so ein bisschen Geheimnis darum macht. Die alte genau. Also einer der berühmtesten deutschen Modedesigner, der Entdecker von Claudia Fischer. Schiffer. Schiffer. Ja. Ja, genau. Die ist Claudia ja fast Fischer. Das Gleiche, ne? Claudia Fischer kennt Claudia man ja. Fischer kennt man ja, ne? Genau. Und am 10. September 1966 ist unser deutscher Schwergewichtsboxer Karl Miltenberger gegen Muhammad Ali angetreten, der seit 2 Jahren schon amtierender Weltmeister war. Und dann durch K.O. in der 12. Runde ist er dann umgegangen. Ja. Aber hat sich, ach, immerhin, der hat sich 12 Runden hat er sich gehalten. Gegen Ali. Gegen Ali, immerhin. Also es war schon ziemlich gut. Cassius Clay. Nee, Muhammad Ali. Danach, ja. Ja, ja, danach. Ja, nicht als Cassius Clay. Cassius Clay war ja der nicht-muslimische Boxer. Richtig, und dann ist er konvertiert und dann hat er sich ja Muhammad Ali genannt. Ja, genau. Ja, das war der 10. September. Was hast du noch am 10. September? Ja, konvertieren passt eigentlich ganz gut. Am 10. September 1969 trennt sich die evangelische Kirche der DDR von der evangelischen Kirche der BRD. Warum die das gemacht haben, weiß ich nicht. Jo. Kann man machen. Ist ja eigentlich so, kann man ja sagen, ein Verein sozusagen. Also, ja. Keine Ahnung, warum die das getan haben. Kann man machen, kann man auch lassen. Ja. Trinkst du schon wieder Bier? Naja, ist doch schon. Nach 4? Naja, ja. Ja. Relativ früh, ne? Kann man mal machen. Ja. Bei Shoki Banoki New Television ist das erlaubt. So. Ja. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über den 10. September gelernt. Am 10. September war hier Trennung von der evangelischen Kirche Ost-West. Und der Miltenberger hat gegen Muhammad Ali verloren. Lagerfeld hat Geburtstag. Und Lagerfeld hat Geburtstag. So geil, als müsst ihr das in die Welt raustragen und morgen kriegt ihr mehr Wissen über den 11. September. Was man über den 11. September wohl sagen kann? Da fällt mir jetzt auch gerade spontan gar nichts zu ein. Ah, da müssen wir nochmal recherchieren. Ne? Was sah denn da los? Naja, gut, wir sehen uns morgen. Vielleicht haben wir da was auf der Pfanne. Ja. Cheerio, Sophie. Tschüssi.